Hey, Freunde, was geht? Moin, Jetzt sind wir wieder Zell. in Genau, heute haben wir Fabli. richtig Bock auf eine Runde Wobbly. Ja, Mann. Zack. So, was haben wir vor? Was wollen wir machen? Wir wollen. Ich habe schon mal ein geiles Auto besorgt. Wir wollen ein bisschen TNT holen. Ja, genau. Wir wollen was mit dem TNT testen. Wir probieren was aus. Ein Test in Wobbly. Und da wollen wir jetzt hin. Lasse fährt. Lasse ist der bessere Fahrer. Ja. Glaube ich. Oder auch nicht. Egal. So, dann düsen wir einmal zu. Der warte mal. Was? Wir müssen nochmal zu Rubberband Games. Rubberband Games gucken? Ja, Mann. Okay. Hinweise auf ein neues Update? Yes, vielleicht. Vielleicht, man weiß okay. es nicht. Okay, dann lass uns beiden Baustellenexperten mal erstmal kurz zu Rubberband fahren. Ach, da sind wir schon. Ey, okay. Hier vorne steht gar nicht mehr Rubberband Games drauf. What? Nö. Hä? Stand das? Da war immer ein Schild, ja? Da war immer ein Schild. Okay, steht jetzt nur noch drin. Nicht, dass sie alle Plakate weggemacht haben. Alle Aber warum Rubberband Games? Das ist doch das Entwicklerstudio. Ja, vielleicht ändern die da was und haben schon mal was anderes gemacht. Was? Wo siehst du? Ach, das Board. Ja, okay. Wobbly Life. Du stehst davor, ich sehe nichts. Achso, die vier, diese Arcade-Automaten. Mhm. Diese Spielautomaten. Da, wo es denn so rum ist. Hier hinten war doch auch immer. Da ist diesmal nix, okay? Hier, der Tom. Der Tom. Der Tom. Hier, der heißt so, der Entwickler. Ja. Der Typ da. Und der muss es da programmieren. Und der und dieser Typ mit den Bartzipfeln, der zockt schon ein bisschen Fortnite. Ja, die basteln. Also, sie basteln quasi an den Automaten. Aber da wird ja noch nichts. Hier, der Typ ist das. Das der, ist dann bestimmt. Der zockt, der. Der malt auch die ganze Zeit Bilder. Ach, der zockt sowieso den ganzen Tag, ja, okay. Ja, und da ist ein Hamster. Ist das hier ein Stück Gurke oder was? Ein Bohnen. Das ist von diesen Bauklötzen. Achso, ja, alles klar. So, pass auf, okay, dann, Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das? Ein geheimer Hinweis. Nein, das ist dieses Glockenspiel. So, okay, dann hauen wir wieder ab. Der fahr mal auf dem Rückweg kurz mal beim Rummelplatz vorbei. Sind wir da? Ja, fahr mal links rum, glaube ich. Yes. Wir können ja mal nicht, dass da schon irgendwas ist am Automaten. Ja. Aber ich glaube, das ist fürs. Ich war gestern. Das ist, glaube ich, fürs nächste Update, ja. Okay, da sind die Automaten. Also hier, bei den Greifautomaten-Dingern. Ne, hier, guck mal hier. Nichts. War das vorher auch schon, dass sie das so anzeigen? Ja. Super Shopping Cart Racer. Aber man kann nichts machen, ne? Aber guck mal, hier steht schon hier. Play, Highscore. Plumpers. Outworld, Visitors. Okay. Speedcast. Ja, das wäre natürlich richtig geil, wenn jetzt in dem Spiel so Minigames kommen. Ja, das wäre so cool. Was ist hier mit diesem Basketball? Kann man die Bälle hier schon irgendwie bewegen? Hey, das ist auch ein mega geiles Spiel. Das habe ich auch schon mal in echt mit dir gespielt. Stimmt, oder? Das haben wir schon mal in diesem einen Dingsbums da gespielt, ja. Bam, 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 und Paul Berger mit dem Puck abgehauen ist. Ja, wer nicht Paul Berger kennt, das ist mein Freund. So, okay, Leute, dann würde ich sagen, lass uns unser TNT-Experiment machen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal zur Baustelle. Ja. Und da sehen wir uns dann gleich wieder auf der Baustelle. Lasse fährt los. Rums die Bums. Und denkt dran, Leute, Gewitter, ne? Wenn ihr das geheime Schwert noch nicht habt, guckt das Video bei Gewitter. Ja. Schwert holen. Auf jeden Fall. Gibt's coole Outfits und ja, Geschenke. Ja, ne? Da gibt's 3 oder 6 Geschenke, glaube ich. 3 Geschenke, glaube ich. Ne? Ja. Aber das coolste Outfit. Hast du dich jetzt festgefahren oder was? Nein. Ich brauche das Auto nur. So. Der hat ja hinten so eine Klappe, genau, das kann ich ganz gut benutzen. Für das, was wir vorhaben. Yes. Okay, so. So. Dann versuchen wir mal wie unser TNT soll ich mitnehmen? Experiment. 2. So, schmeiß das TNT da rein. Ja, Mann. Du musst an hier am Knopf fahren. Zack. So, her. Ja, okay. Schmeißt du rein, ja. Oh. Ja, du fährst los, genau. Ich warte, ich war die ganze Zeit auf dem Trichter, dass ich. So, pass auf. Und jetzt, was haben wir vor? Wir wollen jetzt testen, ob wir das TNT auf ganz Wobbly City zünden können.
Ja, deswegen fahren wir jetzt vor Eis. Jetzt haben wir jetzt überlegt, was kann man alles sprengen. Und jetzt haben wir also entweder auf die Dschungelinsel in den Tempel, aber das dauert mit dem Auto so lange. Oder oben in der neuen Eishöhle diesen Eisklotz, ne? Der Eisklotz, der ist noch sehr... Der Eisklotz ist besser zu erreichen. Ja. Und dann würde ich sagen, fährt Lasse jetzt. Ich warte hier auf dem TNT-Knopf. Ja, ja, nee, das ist der hier, Detonation. Die Lampe ist grün, okay, ist gut. Und Lasse fährt jetzt quasi zur Eishöhle. Ja, das tut er. Und schleppt das TNT da hoch. Ja. Also entweder zu diesem Eisklotz oder zu diesem komischen Riss deiner Wand. Und dann wollen wir gucken, ob wir TNT überall zünden können. Also der Eisklotz, denke ich mal, wird auch kaputt gehen. Die Frage ist ja nur, können wir das von so weit weg zünden? Das ist was, was mich interessiert. Oder man kann damit auch gut Freunde pranken. Ja, genau. Man packt. Man nimmt sich TNT, packt es denn genau... nehmen die und die denken, Edge-Badge. Nein. Wenn sie noch nicht online kommen, bereitet ihr das vor, damit sie dann, wenn sie spawnen, hier. Ja, du weißt ja nicht, in welchem Haus sie spawnen. Aber ich weiß, wo du in deinem Haus. Ja, ich. Bist. Aber es ging ja darum, man könnte natürlich auch, ja, was könnte man machen, wenn man jetzt, nee, also man könnte wirklich, wenn man jetzt auf dem Server irgendwo spielt, mit zwei Leuten sich connecten, der eine fährt mit TNT irgendwo hin. Ja. Und wenn die anderen da irgendwie was machen, packt man das TNT dahin, dann denken die sich erstmal, ja, bringt ja nix. Mhm. Und dann steht der andere hier hinten und drückt drauf. Yeah. Okay, das würde ganz cool sein. Aber erstmal müssen wir testen. Also ich, was sagst du? Also ich glaube, es geht. Ich auch. Okay, dann sind wir uns ja einig. Aber um sicher zu gehen, müssen wir es testen. Ich nehme das TNT. Und dann könnten wir ja vielleicht beim nächsten Mal... Machen wir das vielleicht, dass wir online auf den Server gehen zu zweit? Und dann machen wir das mal mit anderen Spielern, die dann denken, was wollt ihr denn? Naja. Mit dem TNT. Und die denken dann zu dir, dass du irgendeinen Job machst. Also genau. Bei der Baustelle machst du irgendeinen Job und dann drückst du da einfach drauf. Ja, was passiert eigentlich mit Geldsäcken, die fliegen denn durch die Gegend, ne? Also mal angenommen. Da machen gerade Spieler an das Geld klauen. Da machen gerade zwei Spieler irgendwie den Burgerjob. Da weiß man ja, wenn der Job fertig ist, wo sie rauskommen. Und wenn man da das TNT hinpackt. Achso, Lasse hat übrigens die Kopfhörer auf, weil wir gesagt haben, er ist ja beim TNT. Er muss definitiv die Kopfhörer haben. Ja, ja, also ich lege jetzt beide Dinger hier hin. So, und dann würde ich mal sagen... Was piept ja eigentlich so? Ist das der Detonator, der hier so piept? Also er ist noch grün. Drücken Sie drauf! So, du guckst da hin mit der Kamera. Ich guck da... Und ich drück jetzt den goldenen Knopf. Und ich glaube, es geht, mit Sicherheit. Ich... Yes! Okay! Das Ding ist sogar kaputt gegangen. Aber es kam keine Statue raus. Ja, ist die Mitte explodiert? Weil normalerweise kommt doch die Statue jetzt... Aber nicht mit diesem goldenen Licht, sondern einfach nur so, oder? Ja. Okay, aber cool, es funktioniert. Also ihr könnt theoretisch das TNT hier spawnen, ans Ende der Welt schleppen. Und einer muss dann nur drücken. Ja. Eigentlich ganz cool. Kann vielleicht, muss man mal sehen, für irgendwas nützlich hilfreich sein. Nützlich sein, ja. Aber vielleicht auch nicht, ist auch scheiße. So, aber jetzt muss ich nochmal hier die Rutsche runterfahren. Jetzt war nochmal die Rutsche runter. So, jetzt bin ich natürlich hier ganz blöd auf der Baustelle. Juhu! Yippie! Jetzt habe ich mir aber überlegt. Au! Habe ich ein Auto hier irgendwo? Oh mein Gott, ich bin immer noch gerade. So gerade war ich noch nie. Wow, Platz. Ich bin noch gerade. Da liegen, wieso liegen denn da noch zwei Geschenke? War da nicht auch ein, da war da auch ein Weihnachtsbaum? Ja. Der war. Ja, okay, der Weihnachtsbaum ist weg, der Schnee ist weg, aber die Geschenke liegen noch da. Das ist cool. Okay. Ich rutsche mit den Geschenken runter. Pack, die Geschenke sind... Uhu, mit den Geschenken. Warte, ich rutsche auf den Geschenken. So, pass auf, und jetzt, wo du da eh bist, ich versuche jetzt nochmal schnell auch zur Eishöhle zu kommen. Ich wollte nochmal mit Also, mit dem Roller sind wir schon mal runtergefahren. Uhu. Mit was kann man denn da noch runterdüsen? Das Kart ist relativ breit. Also mit einem
Mit so einem Mofa-Roller oder was das da sein soll, geht das. Das Problem ist, wie kommst du auf das Ding da drauf? Bin gleich da. Ach so, du meinst die Treppe. Ach, da ist noch eine Treppe, ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Aber wie habe ich denn den Roller da hochgekriegt? Bin ich da einfach hochgefahren mit dem Roller? Na, komm, so rennen. Warte, ich steig mal aus. So, jetzt ziehen wir das Ding da einfach hoch. Du musst von hinten. Du musst doch gehen. Warte. Nur mit einer Hand immer, ne? Mhm. So, und jetzt hoch. Siehst du, habe ich doch gesagt, es geht. Darf nur nicht kaputt gehen. Zieh drüber über den Zaun. Spring. Geht nicht. Doch, das geht. Nein. Der muss da hoch. Ich schieb. Er hängt fest. Nee, er ist drauf. Nein. Jetzt noch rüberziehen. Sind wir drauf? Ich sehe nichts. Ich bin drunter. Oh Gott. Ja. Fein, nicht zerdeppern. Das ist schon ein bisschen kaputt. Ja, ist egal. Das passt da aber nicht rein. Ach so, Schissel. Okay. Warte. Wir müssen das da auch noch irgendwie rüberziehen. Vorher explodiert es, glaube ich. Warte. So, jetzt haben wir was versucht. Ich habe jetzt gerade mal hier ein bisschen Spinat gefuttert. Ich versuche mal was. Ja. Oh, yes. Ja. So, ich glaube, ich habe es drin. So, ich bin jetzt super stark. So, nicht fade, sonst... Jetzt müssen wir da wieder den Knopf drücken. Ja. Und dann müssen wir das Ding gleich da wieder raushieven. Ja. Hast du den Knopf gedrückt? Geht das? Komm, jetzt... Yo, okay. So, Leute, wir haben das Ding da drin. Ja, man, wir haben ein bisschen Spinat zwischen... Ich habe doch gesagt, es geht. Ja. So, pass auf. Einmal rüber. Oh. Okay. Ding nehmen. Pack ihn mal an. Hast du auch Wobbly-Kräfte? Hast du auch genug Spinat? Natürlich. Jawohl. So, jetzt nicht kaputt machen. Setz dich mal rein. Nee, passt nicht durch, glaube ich. Versuch mal. Langsam. Pass auf, dann lass mal. Geh mal raus. Das Ding qualmt schon. Geh raus. Er qualmt schon, scheiße. Ja, ich kann nicht mehr fahren. Steig mal aus. Nee, er passt nicht durch. Steig mal aus. Ich versuche ihn mal an der Seite zu packen. Krieg ich das Ding hier durch? Ich helfe mit. Auf der anderen Seite musst du. Ja, er ist hochkant. Schieb. Warte. Das Ding explodiert gleich. Ja, warte. Ich packe ihn hier unten an. Nee, passt nicht durch. Steve. Wir sollen nicht mit dem Kart hier durch. Jetzt hängt er quer. Ah! Ja, blöd. Man kriegt es nicht durchgezogen. Ich weiß, was ich jetzt mache. Mit meinen Superkräften werde ich jetzt erstmal die Rutsche runterrutschen. Ich will das Ding hier rein haben. Oh, jetzt brennt er. Oh, jetzt bin ich schon ganz oben hier. Nein, es ist nicht drin. Raus da! Okay, also die Höhle ist sehr klein. Man kriegt das da nicht rein. Das ist schade. Ich habe Superkräfte. Ich kann die Rutsche hochfliegen. Ja, Mann. Ich bin der Krasseste. Bin ich. Okay. Mal mit dem Ding da rein. Die kommen da, glaube ich, gar nicht. Hör auf! So, was kann man denn hier noch reinkriegen? Also hier übrigens, ja, sitzen, nicht stehen in dem Ding, ja. So. Ja, man kriegt nichts anderes hier rein, oder? Ja, wieder da durch. Also. Ich bin da durchfahren, Mann. Hoverboard ist klar, da kann man durchfahren. Moped hatten wir auch. Motorrad wird auch durchgehen. Juhu! Kommt man denn... Nee, der andere Weg durch die Höhle ist nur über die Leiter, ne? Ja. Dass man da irgendwas anderes da hochzieht oder so. Das geht, glaube ich, aber auch nicht. Das ist nicht so einfach. Nee, okay, man kann nicht... Man kann nicht... Ich hab das Ding! Nee... Aber guck mal auch. Das ist ein Flugzeug! Wenn man mit dem Ding hier reinkommen würde, man kann dann gar nicht. Yes! Uah. Ich hab grad einen Backflip gemacht! Der Wobbly ganz alleine! Autsch! Ich komm auch! Autsch! So, okay, und die Geschenke sind noch da. Das ist natürlich interessant. Lass mal los. Ich spring mit den Geschenken da rein. Ja! Ja, Mann, meine Geschenke! Ich bin schneller, Alter. Zack, überholt. Quietsch. Okay, Leute, das hat leider nicht geklappt. Und selbst wenn man mit dem Kart da irgendwie reinkommt, man könnte, glaube ich, gar nicht fahren, weil die Räder dann links und rechts da irgendwie drauf liegen.
Also man kann leider nicht mit allem möglichen Kram darunter. But gut, dass ich den Helm auf habe, Alter. Ja, Mann, ich bin mega gut ausgerüstet. Autsch. Jetzt bin ich vor dir. Die Spirale. Nee, man kommt da auch nicht hoch, denn. Okay, das wird leider nichts. Ja, hast mich überholt. Ich spring jetzt von der Berg. Jetzt übertreibst du aber. Ich spring jetzt von der Bergspitze nach ganz unten. Mal gucken, was passiert. Okay. Ich spring vom Berg runter. Du springst vom Berg, ich spring auch vom Berg. Oh, er rutscht. Hast du. Auf die Treppe. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Ich spring. Wo stehe ich denn hier überhaupt? Oh nein, meiner rutscht eh. Ich bin gleich vor der Ufertür. Nein, ich weiß, was ich mache. Oh. Kaputt. Nee, ich bin oben drauf. Hallo. Ich spring. Horn. Au. Hier. Oh ja, nach oh, das da ist, unten. Oh, das ist hoch. Das ist hoch. Tschüssi. Ich hasse mein Leben. Bab ins Auto. Ich bin im Kofferraum. Nein, bin ich schon nicht. Warte. Und ich bin im Kofferraum. Yes, so, okay, dann komme ich noch zu dir. Und dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Wir haben ein bisschen Schabernack getrieben. Also so ein Kart kriegt ja nicht hoch. Also man kriegt es hoch da auf die Dings, aber... Ich bin eingesperrt. Hast dich selber eingesperrt. Was? Aber in die Höhle reinkommen ist schwierig. Und selbst... Warte. Und selbst wenn man es schafft, in die Höhle zu kommen, ich glaube, fahren in diesen Röhren, das geht nicht so. Hey! Du bist so langsam. Wie hast du das denn gemacht? Ich krieg mit. Jetzt von da, so. Da musst du ja nur. Was macht der? Ich hab's geschafft. Ja, weiß ich auch. Das hab ich auf Kamera. Okay, das gucken wir dann später nochmal an. Geh rein. Wie mein Hund. Geh rein. Warte. Hallo. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin der hässlichste Hund der Welt. So, okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer. TNT könnt ihr überall rumballern, wie ihr Lust... Oh Gott. Und dann würde ich sagen, springe ich jetzt hier die Klippe runter. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.